Oh mein Gott, was haben wir nicht für Informationen erfahren hier bei Omegrobin in der Delta-Episode? Hi Freunde, willkommen zurück! Die Silberhaarige Frauenschwarm-Schmerz von uns nach Metro City zurückkehren wollte. Jo, machen wir es direkt auch. Ach ja, wir haben eigentlich nicht mehr so viel zu tun hier in der Höhle. Ich glaube, es gäbe hier noch irgendwo ein verstecktes Item. Oder die Frage, wo genau ist es versteckt? Da drüben war natürlich direkt falsch. Ich glaube, es war nichts Besonderes mehr. Nee. Das war schon nichts Besonderes mehr. Was ist das, ein Pokémon? Ein Sonnenfell, war? Ja. Mir scheißegal. Ich hau ab, Freunde. Denn wir haben noch einiges vor. Abgesehen natürlich von der Story-Modus weiterzubringen, natürlich auch, dass wir noch unsere Pokémon entwickeln wollen. Wir haben natürlich die neuen. Also, Fei wohl eher ein bisschen weniger, sprich unser Alpolo. Weil, naja, das müssen wir ja tauschen und das will ich eigentlich mit Volt, sprich dann später Electek gemeinsam tun. Und dem findet halt der 5 Level zur Entwicklung, sprich, die wird wohl frühestens im nächsten Part fällig. Runde 14, cool, war. Ja, es ist cool, das heißt, er muss momentan noch ein bisschen besiegt bleiben und Jo, wie machen wir jetzt weiter, war? Denk mal, Mirania wird eine gute Wahl sein. Denn vielleicht wird die sich auch schon bald entwickeln. Lala. Wir müssen eigentlich noch ein bisschen Evolut gehen, wa? Zumindest Verteidigung so ein bisschen boosten. Ach egal, Leute. Es spielt keine Rolle. Hauptsache, wir haben Spaß. Und das ist doch so. Vor allem natürlich mit Megalatios. Ich sehe optisch noch keinen Unterschied zu Megalatias, ganz ehrlich. Da ist eine neue Wunderinsel. Was für ein Wunder, ey. Ja, unglaublich, ey. Täglich ein neues Wunder. Dabei geschehen eigentlich auf der Welt alle 2 bis 3 Minuten neue Wunder, wa? Ich meine, das heißt ja irgendwie. Ich überlege gerade, stimmt es überhaupt? Alle 2-3 Minuten gibt es ein neues Leben, dann sprich halt. Kein neues Kind auf die Welt, und das ist ja eigentlich auch schon sowas ein kleines Wunder von dem her. So, mal gucken, haben wir hier nur noch seltene Items. Eine Perle. Ihr seht, hier könnte man Xatus und auch Flampivian fangen, aber ich zwar keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Und ich habe keinen Schutz mehr an, was soll. Stimmt, ich habe ja auf. Ich bin an erster Stelle. Pisa Knosp. Ja, gegen Vampivian, wenn du ein gleiches Level wärst, würdest du noch riskieren, aber so? Nee. Das kannst du vergessen, Kumpel, daraus wird nix. Nee, Mirania, das ist ein bisschen zu früh. Azu, Merel. Homo! Ein Feentyp, viel Spaß. Ja, Mann, das bringt gar nichts. Ja, wieso nicht? Sagen sie nicht. Angriff ist ein spezieller Angriff höher. Schau mal, der physische. Und Flampivian ist im Arsch, ja, im A. Okay. Tja, sonst ja nichts mehr, wa? Gibt's vielleicht noch irgendwo noch ein cooles Item? Yo, wo ist es doch? Na, oh, so viel zu coolem Item. Es ist doch bloß ein stinkiger Äther. Sonst wohl nichts mehr, wa? Naja. In der Regel findet man sonst noch irgendwie teilweise noch TMs, was auch ein bisschen fies ist, wenn du alle TMs, sprich um alle 100 TMs zusammen mussten auf diese Wunderinseln. Wow! Naja, verdammt. Das wollte ich jetzt nicht mit Mirania ja, an der Spitze. Wieso, Knosp? Wieso eigentlich nicht? Warum kann ich riskieren? Drachenpuls, das ist nicht Drache-Pokémon, viel Spaß. Da kommst du gar nicht durch. Nö. So, mal gucken. Wie stark ist denn wohl Mirania Spezialangriff? Ich habe vorhin mal etwas gesehen von etwa 80 bereits. Für Stufe 30 knapp gar nicht mal so schlecht. Doof, Mann, das ist Spezialangriff!
Alter! Und das war 11 Level Unterschied. So, spielt keine Rolle mehr. Pablo! Das war richtig cool von Urania und auch von dem Volt. Ja. Ja. Nein! Mensch! Nein! Ja! Danke! Wie kann man es immer so umständlich machen? Wo bin ich jetzt? Ich flieg total falsch. Moosbach, wa? Moosbach City, ja, wie hier kommen. Sturzflug! Eigamba! So, wir haben ganz kurz Leute, müssen wir jetzt machen, und zwar, aber gerade gehört, dass mein Handy ein bisschen summt, und wenn das nachher, wenn da jemand nachher anrufen soll, summt es ein bisschen lauter, deswegen direkt mal wegpacken. So, jetzt stört uns niemand mehr, solange nur halt ein SMS und Mail bekommen, ist kein Problem, hört es kaum, aber halt, wenn es was Gröberes ist, dann natürlich schon. Ja, Stolz wollte ja eigentlich. Naja, wieso nicht? Das ist halt eine Box. So, wie gesagt, heil momentan nicht, weil ich will nicht, dass Alpul noch mehr Erfahrungspunkte kriegt. Fies, wa? Naja, der kriegt später noch genug. Keine Sorge. Wo ist denn jetzt Troy? Warte mal, was mache ich überhaupt? Nö. Momentan brauche ich ihn nicht mehr. So, falsch. Hier. Ja. So viel dazu. Chwoi, wo ist denn unser guter Chwoi? Im Englischen auch Steven genannt. Wie kommen wir eigentlich von Steven auf Chwoi? Naja. Nicht unser Problem. Wow. Hier ist auch nichts, wa? Auch nur die Rakete selbst. La. Cool. Und rein da. Bist du Professor Cosmo? Du bist in der Folge auf den Start. Was ist denn oben? Ich bin die Dinger aber schnell hoch. So, Freunde. Wo ist denn jetzt Troy hin? Maschinen vollenden und dann. Okay, was soll ich so lange machen? Ja, die beängstigend. Ja. Raketenzahl zu schicken. Wow, nicht soll es warten oder wie? Das kann doch nicht so wirklich sein. Nein. Ja. Scheinbar irgendwie schon, wa? Peace! Der erste Pokéball auf dem Mond! Ja, gut, die sind auch nicht mehr hier. Wenn man sagen, zurück zu Troy selbst, zurück zu seinem Vater, Mr. Chum, also ab nach Meteros City. Das heißt, können vielleicht hier noch coole Gespräche geben, so etwas, aber nö. Denn ich bin damals original direkt hier, also nach Metros geflogen ist, wenn der jetzt nicht zurück nach Moosbach gehe, kann ich euch vielleicht noch etwas Cooles zeigen, aber nö. Dieser Schuss ging in den Ofen, lala. Sturzflug! Ja, ja, dieser Überflieger. Der ist schon geil. So. Genug davon. Schnurstracks, rein da! Hä? Was ist denn los? Wow! Alter, von die Fresse! Autsch, Oh, du bist dieser tolle Trainer von neidisch! Nein, Hilfe! Hey, du da mit der Hornbrille, kennen wir uns jetzt von irgendwoher.
Ah, zu Hilfe, Hilfe! Also die Brille trägt jetzt der Trainer. Ich habe gerade ein ganz verrücktes Déjà-vu-Erlebnis. Ich irgendwie auch. Jetzt ist es bestimmt wieder, mich aufzuhalten, wa? Wenn ich darf. Was will die Magma schon wieder hier, Mann, Mann? Ich find das voll doof, ey. Bisa-Knosp? Ach du Scheiße. 19 Level, wenn's ein Bisa-Flor wäre, würde ich's riskieren. Mit der Mega-Entwicklung könnte es noch ein geiler Fight werden, aber so, nee. Und Licht haut so rein, so natürlich auch rein, jetzt haut die alles rein. Mein Team ist ein richtiges Draufhaut-Team. Na komm, Tommy macht das schon. Zeit für unseren Champion! Tiefschlag, hallo? Alter, das macht nein, ist selber männlich, das machen unter Männern nicht einen Tiefschlag, hallo? Und dafür kriegst du jetzt die Strafe, Feuerfeger! Der legt sich schlafen. Yo, Mann! Oh, ich brauch Dinge mehr Erfahrungspunkte. Elekid, Elekid! 24 Level höher, tschüss! Das tu ich mir nicht an, nö, nö, Alter, das kannst du voll knicken, du. Hey, Tomik! Oh. Nicht gegen Fehltyp! Alter! Oh, das müssen ja Schmerzen sein, ey. Das ist die Rache dafür. Yeah, Mann! Geil, Mann! Risogut ist klar, eine physische Attacke bei Bisa-Flor. Hm. Beziehungsweise Bisa-Knosp. Oh, die Niederlage. Scheiße, Mann! Ja, haben wir schnell ab. Hm, unser Schicksal ist, dass ich immer so gegen dich einen Kürzen ziehe. Jo. Was, noch einer? Die tun schon wieder? Sind wir verkündigt? Werde ich den noch hier jetzt. Für Jordis! Hä? Ich dachte, Mark hätte das Team aufgelöst. Also, so aufgelöst, übertrieben, aber halt. Sie kämpfen jetzt für Frieden und Gerechtigkeit. In diesem Sinne halt. Also, ein Scheißfrieden, was sie da treiben. Also, sie ist etwa abtrünnig geworden. Nee, kann nicht sein. Smogmog, natürlich vor allem. Abgangsbundtraum, vor allem natürlich noch Explosion. Oh, nee, nee. Immer rein, lieber im Chaos. Dem macht das nix, da könnt ihr Gift draufnehmen. Du, du, du. Ja, ein Abgangspunkt, die Attacke hasse ich sowas von, ey. Ladies and Gentlemen, it's Showtime for Mega Evolution! Mega, 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 Mega... Stolos! Das war schon so geil. Ist leichter geworden. Ja, jetzt macht er einen Abgangspunkt. Problem ist, wenn ich jetzt angreifen würde, würde ich ihn direkt platt machen und dann kratzt Stolos auch ab. Also sprich Chaos. Das will ich natürlich auch nicht, deswegen muss ich abwarten, bis er Abgangspunkt nicht mehr einsetzt und dann kann ich angreifen. Ja. So ein Käse, das ist doch einfach nur Käse. Also wie schnell ist das Vieh mittlerweile? Muss er schneller sein als Logok mit Temposchub. Ey, Alter, ist gut. Du hast 4 Attacken zur Auswahl. Come on. Kann weiter gesteigert werden. Wie hoch sind die bereits? Die muss die Skala einsprengen. Ja, ich muss tun, leider. Sorry. Ah, jetzt endlich mal. Ein Stahltyp. Viel Spaß. 14 Minuten. 14 Schaden. 14 KP abgezogen. Also Erfolg gelohnt.
Ja gut, es war ein seltsamer Sieg, muss man zugeben, aber gewonnen ist gewonnen. Und außerdem kriegen wir direkt eine neue Entwicklung zu sehen. Wie sagt Knosp? Das erste unserer neuen Pokémon ist schon fertig mit dem, mit der Entwicklung natürlich. Bisaflor. Geil, Mann, ein Bisaflor, ich freue mich. Blättertanz ist eine geile und starke Attacke, aber nee, und so aus dem Grund, man sieht es direkt hier, wenn ich jetzt draufklicke. Angriff mit Blütenblättern für 2-3 Runden angreifen, wird verwirrt. Ich kann dazwischen nichts anderes machen, muss angreifen mit dem Blättertanz. Deswegen, nö danke, das ist mir zu doof. Da bleibe ich doch lieber beim Energieball. Sicher bringen, tschüss. Ach, noch einer? Was treibt ihr denn hier? Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht, Mann. Golbat! Bisaflor? Ja, 17 Level. Ich weiß, mega Teil machen, aber erst für den nächsten Part dann. Obwohl, wieso nicht? Bisaflor so. Schlafpuder, Toxin bringt doch nichts, das ist bereits ein Gift-Pokémon. Kann Gift-Pokémon vergiftet werden? Wäre ein ganz neues. Wir mal versuchen. It's a new Megatime! Freunde, begrüßen mich ganz herzlich. Eine der krassesten Mega-Entwicklungen! Mega Bisaflor! Mit einer geilen Fähigkeit, hey! Ja, das mir doch, bringt gar nichts. Mal gucken. Also, Mega Bisaflor. Was hat das gute Teil denn drauf? Wa? Mal Bericht. Erstmal die Werte. Alter, 124 Spezialangriff. Gut, die Initiative ist schwacher, brauchen viel. Dann Spezialverteidigung, Speckschatz als Fähigkeit. Stark gegen Attacken der Typen Feuer und Eis. Ja, also. Bisaflor ist ein Pflanzentyp. Sprich, Feuer- und Eisattacken mit einem doppelten Schaden machen, weil es eine Schwäche ist. Durch Speckschicht wird dieser Schaden halbiert, sprich Feuer und Eis wirken nur noch die normale Stärke. Wie hammergeil ist das denn bitte schön? Hm. Spielt dann beides keine Rolle, können. Ja, versuch's mal. Mal schauen, wie hoch jetzt das Spezialangriffswert wirklich schon ist. Ja, Hilfe. Ach stimmt, so Giftflugtrottel, Mann! Macht sogar nur ein Viertelschaden. Ja, Giftschock müsste zumindest mehr reinhauen als Energieball. Ja, grausam mehr. Oh Mann, ey. Ja, Ladies and Gentlemen, das war Mirania. Na ja, gut, war ein doofer Gegner, sorry. Was ist denn der Unterschied? Also, Chaos rockt das auch, ist kein Problem. Unser Chaos rockt das auch. Ja, danke gut. Golbat! Der kommt so schnell nicht wieder und. Ja, verdammt, der kriegt immerhin noch. Hey, Kamera oben, nee, das ist mit Mirania auch zu gefährlich, obwohl es ein Feuer. Riskier es mal, wollte mal gucken, was. Ich meine, klar, der Levelunterschied ist noch gewaltig, aber. Ja, ich will es riskieren. Was muss, das muss. Ein Experimentierfreudig! Und danach ist der Part schon noch vorbei. Du. So, erstmal Toxi. Ich bin schneller? Das wundert mich aber schon ein bisschen. Na toll, jetzt meint er mich ein. Was bist du für ein Penner, Mann? Hm, wenn ich natürlich schneller bin. Obwohl, Gainer. Aha, okay. Der Gainer trifft immer. Als zweites. Hä? Aha, Bodentyp, wa?
seht, der hat noch relativ viel Damage gemacht. Bisa Flo. Ja, sorry, aber so sieht's gerade aus. So, entspann dich mal, Kumpel. Komm zurück, Bisa Flo. Oh. Die Schwäche bleibt natürlich! Energieball? Ey, so, was sieht denn der Unterschied? Ist das Viecher verdammt stark? Wow! Atomic! Voltman, alles klar, Alter! Ja, der Donnerschlag, Mann, und zwar, oh, das gibt es sowieso nicht mehr. Nachher müssen wir noch Erdbeben erlernen, dann wird das Trio komplett, deswegen direkt in Rotokieb. Ja, ja, passt schon. Ja, Mann! Chaos Time! So, jetzt sagen wir mal Feierabend, hier muss ein paar beenden. Das hat nicht sollen sein. Mein Siegesungen hat so gestillt, aber zumindest würde ich meinen Knurren machen, wenn ich ein bisschen. Was sind für neue Sorgen plötzlich? Kommt es noch ein oder wie? Oh, vielen, vielen Dank, dass du schon geholfen hast. Ah, endlich ist es vorbei. Gut, Freunde, danke fürs Zusehen. Nächsten Tag geht es hier weiter. Und zwar, ja. Muss bloß noch Volt entwickeln. Vielleicht machst du sogar den Tweak. Also, spielen vielleicht die Entwicklung von Alpro zu Gengar und von Electek zu Elevoltek. Sogar im nächsten Part, nicht nur offscreen. Ja. Wieso eigentlich nicht? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschüss.